Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Einfach-mal-Spielen, nämlich wir spielen heute einfach mal Craft the World. Für diejenigen, die das noch nicht kennen von euch, das ist so eine bunte Mischung zwischen Dwarf Fortress, Terraria und Zwergen. So viel kann man mal sagen. Ich habe schon einmal kurz reingespielt, werde allerdings jetzt neu starten. Eine neue Kampagne. Und die beginnt mit Das Land der neuen Hoffnung. Eine kleine Welt, eine Waldwelt. Und wir sehen gleich, was das bedeutet. So, Tutorial lassen wir aus. So, das hier ist unser Zwerg. Und das ist die Welt. Erinnert wirklich ein bisschen an Terraria. Und wir können diesem Zwerg Aufträge vergeben. Zum Beispiel soll der erstmal einen Baum umhacken. Das ist unser Portal und da sind unsere gesammelten Schätze. Und im Prinzip geht es jetzt darum, Sachen abzubauen und dann zu craften. Ich zeige euch mal den Tech-Tree. Der ist ziemlich lang, nicht wahr? Und ja, wir craften einfach und haben die erste Aufgabe geschafft. Fälle einen Baum. Die Aufgaben sehen wir hier in unserem Büchlein. Das nächste ist, grabe einen Tunnel und vervollständige den Unterschlupf. Um einen Unterschlupf zu bauen, brauchen wir... Moment, ich muss es wieder ganz... Am Anfang vom Tech-Tree. Wir sind hier gerade mal bei diesem Ding angekommen. Wenn wir das hier freigeschaltet haben, dann geht es hier zum Basic Householding und wir müssen zu Basic Constructing kommen, denn dann können wir uns einen Unterschlupf bauen. Aber eins nach dem anderen. So. Das darfst du auch gleich abbauen, lieber Zwerg, denn dann haben wir Stein und dann können wir dir Werkzeug machen. Hier sehen wir unseren Zwerg, Dory, und er ist Holzfäller vom Beruf, das ist schon mal ganz gut. Hier sehen wir seine Ausrüstung, bis jetzt hat er nur einen Steinkeil und seine hübsche Mütze und ein Hemd. Das wird sich aber alles ändern. Hier unten können wir, by the way, noch aufs Lager gehen. Dort sehen wir dann mit der Zeit alle Rezepte und alle Items, die wir freigeschaltet haben. Zum Beispiel können wir eine Steinaxt bauen, dafür brauchen wir Stein und Holz und so weiter und so fort. Den Portalzauber, der wird nachher noch wichtig, den lege ich mir gleich mal hier unten rein. Und jetzt lassen wir Dory hier erstmal werken. Neue Aufgabe. Sammle Stein, 1 von 10. Okay, kriegen wir hin. Es bleibt natürlich nicht bei dem einen Zwerg, sondern mit jedem Level, das wir aufsteigen, das sehen wir hier oben, gibt es einen Zwerg dazu. So, jetzt hat er schon mal Steine hier abgeliefert, das heißt theoretisch könnten wir uns jetzt schon... wir brauchen noch einen Stein, na super. So, der sammelt jetzt nochmal ein bisschen Harz auf, daraus können wir dann später Fackeln bauen. Ich sehe mich mal ein bisschen in der Umgebung um. Hier gibt es einen Teich, da läuft ein Schaf, einen ziemlich hohen Berg und dahinter ist die Welt doch schon zu Ende. Ist ja auch nur eine kleine Welt, wie gesagt. Da ist ein Shop, da können wir uns theoretisch was einkaufen. Hier gibt es noch mehr Teiche zum Fischen. Und auch hier ist die Welt schon wieder zu Ende. Das heißt, wir haben es relativ gut getroffen. Es gibt hier nämlich keine Räuberlager oder Goblinlager oder irgendwas in der Nähe. So. Dann trag die Steine mal nach Hause, mein Freund. Oder brauchst du eine Verschnaufspause? Okay, anscheinend hat er dabei keine Lust. Auch in Ordnung. Ich überlege gerade, wo wir dann unser Haus am besten hinbauen, aber ich würde sagen, das bauen wir hier, wo das alles steht. So, jetzt trägt er die Steine weg und wir können... Ach Gott, ich drücke immer aufs Falsche. Und wir können jetzt schon mal eine steinerne Spitzhacke bauen. Was ein echt cooles System ist, ich klicke hier drauf und sofort wird mir links die Ressource angezeigt. Das heißt, ich muss nicht extra danach suchen. Und mit einem Doppelklick geht das in die anderen Bereiche. So, ich baue jetzt mal eine... Na, ich baue gleich zwei Spitzhacken, passt schon. Und wir sind im Level aufgestiegen. Als Belohnung bekommen wir einen Zwerg, ein Totem und noch eine Spitzhacke dazu. Die rüsten wir jetzt gleich mal aus und dann geht das Ganze auch schon viel schneller. Wir sehen, er hat jetzt die Spitzhacke in der Hand und da durch das Tor kommt unser zweiter Zwerg. Kann ich hier mal eben in die Optionen und die Geräusche ein bisschen leiser machen? Mir fliegt hier nicht, sonst nehme ich das Gehör raus. So, unser zweiter Zwerg hier, der ist Dworin, der ist ein Koch, der bekommt ebenfalls gleich eine Spitzhacke. So, jetzt ist nur die Frage... geht nochmal bitte alle Holzfällen ein bisschen. Und da haben wir Weizen, da haben wir Beeren, das ist auch nicht so schlecht. So, ich überlege jetzt gerade, wie wir unser Haus am besten angehen. Die drei baue ich noch ab und dann bauen wir hier ein schönes, geräumiges Häuschen. Dabei werden wir aber viel Holz brauchen.
Und vor allem brauchen wir, wie ja schon gesagt, nein, ich möchte jetzt kein Schild, brauchen wir natürlich noch was vom Tech Tree. So, Basic Illuminating ist noch nicht freigeschaltet, das kommt dann schon noch. Wir können jetzt Leitern, Baumstammbrücken und hölzerne Luke bauen. Leitern sind ganz praktisch, das werden wir dann auch gleich mal machen. Okay, ich kann mir gerade mal eine Leiter bauen. Na, da kommt ja schon das restliche Holz. So. Ich kann natürlich auch, hoppla, das einfach so anklicken und dann kommt hier unten auch eine Leiter raus, wie wir sehen. So, und die Zwerge sind natürlich eifrig dabei, hier zu hacken. Am Anfang ist das Ganze noch schön geruhsam. Da ist es noch kein Problem. So, grabe einen Tunnel. Tunnel war es zwar keiner, aber wir haben Stein abgebaut und bekommen dafür auch XP als Belohnung. So, und da liegen zahlreiche Sachen noch rum. Die werden da alle eingesammelt, um es ihm leichter zu machen. Alter, sammle Stein. Okay, setze ich ihm hier eine... Okay, ich kann keine Leiter hinsetzen, weil der Baum wächst. So, der Baum wird auch abgehackt nach Möglichkeit. Später können die Zwerge dann auch mehr tragen, wenn wir ihnen einen Rucksack spendiert haben, zum Beispiel. So, gibt es hier irgendwas Brauchbares in der Nähe? Haben wir eigentlich Erde auch schon? Ganz normale Erde? Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir erst irgendwo abbauen. Weil ich möchte, dann könnte ich es hier nämlich wieder auffüllen. Und dann hätten wir ein gerades Häuschen. Weil... Oder was passiert, wenn wir hier... Ja, hier können wir die Erde nicht wegnehmen, weil unsere Basis draufsteht. Gut. Und es regnet Holz und... ja, jetzt ist er runtergefallen. Es regnet Holz und Steine Tannenzapfen. So rum. Und ihr seht, die Zwerge gehen das ganz geruhsam an. Ja, wie gesagt, der Start ist ein bisschen langwierig. Aber dafür kann man an so einer Partie auch schon ganz schön lange spielen. Und später wird es dann richtig hektisch, wenn man dann, wenn da irgendwie so 10, 15 Zwerge rumwuseln und vor allem sich dann auch schneller bewegen und so weiter. So, aber der Zwerg bringt hier alles schön zu uns und wir schauen mal, ob wir in der Zwischenzeit schon wieder was bauen können. Ja, können wir. Und zwar brauchen wir eine Steinaxt, beziehungsweise eigentlich brauchen wir zwei Steinäxte für unsere zwei Zwerge. Und wenn wir schon dabei sind, können wir eine Keule machen? Ja, können wir ebenfalls. Keulen sind Waffen, denn es gibt ja auch Gegner. Und wir haben die Aufgabe geschafft, das heißt, wir haben im Techbaum Basic Armory freigeschaltet. Da können wir Helm bauen, Holzrüstung bauen, Seile und Rucksäcke. Was schon mal nicht schlecht ist, beziehungsweise das haben wir noch nicht, sorry, ich war falsch, ihr seht, hier ist grün. Ich erzähle natürlich wieder Mist, wir können jetzt Betten, Tisch und Sessel bauen, die uns dabei allerdings jetzt noch nicht so viel, die wir noch nicht so dringend brauchen. So, hier wird Erde abgebaut, das ist gut, denn dann kann ich hier mit Erde wieder auffüllen. Die Beeren könnt ihr auch mal ernten, bitte, und das ganze, das Getreide ist noch nicht reif, okay. So, bald haben wir dann den nächsten Level erreicht, dann gibt es auch den nächsten Zwerg, dann sind sie noch ein Stückchen schneller. Den Bärenbusch kann man auch gleich mal in den Angriff nehmen. Haben wir jetzt mittlerweile schon Erde irgendwo? Haben sie noch nicht eingesammelt, ne? Ne, haben sie natürlich noch nicht. Gut, was haben wir als neue Aufgabe? Die nächste Technologiestufe erreichen. Ich verstehe. Gegner haben wir bis jetzt noch keinen gesehen, wundert mich ein bisschen. Normalerweise kommt zumindest dann schon irgendein... irgendein Käfer zumindest oder sowas. Aber wie gesagt, wir haben hier auch Glück gehabt. Es gibt hier keine Basis von irgendwelchen Goblins. Ich sehe mich hier nochmal um. Hier wachsen die Bäume fröhlich vor sich hin. Und es wird langsam dunkel. Und im Dunkeln kommen dann auch... Ich finde das übrigens cool, wenn ich da hier runter scrolle, sieht man den Hintergrund so schön. Ja, im Dunkeln gibt es nämlich dann wieder neue... tauchen da mit Sicherheit Gegner auf, so rum. Und ach ja, und wir hatten ja schon Keulen hergestellt, das heißt, ich kann ihnen jetzt auch Waffen geben, unseren zwei Zwergen. Und eine Holzfäller-Axt. Okay, der hat schon eine, das passt. Beziehungsweise, warte mal, war ich jetzt schon komplett blöd? Nee, der hatte noch keine, so.
So, jetzt tragen sie hier wieder die Sachen zusammen. Und da sind schon Schnecken, die kann man auch bekämpfen, auch wenn sie einen selber nicht angreifen. So, der Baum, der stört dann auch wieder. Ja, wie am Anfang ist es wie eben relativ gemächlich. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier quasi den Lagerschuppen bauen und hier das Haus. Das wäre natürlich ebenfalls eine Möglichkeit. Ich weiß noch nicht, wie wir es am besten angehen werden. So, der Zwerg hier hatte nichts zu tun. Na sowas. Dann macht hier nochmal die Bäume weg. Und die Schnecken könnt ihr auch gleich wegmachen, wenn ihr schon dabei seid. Oh, und hier ist ein da ist ein Käfer. Der ist vom Baum runtergehüpft. Und jetzt ist er Geschichte. Sehr schön. So, da liegt ein Buch nämlich. Ein Fischerbuch beschleunigt den Fischfang. Das heißt, wir können einen von unseren Zwergen zusätzlich zu seiner primären Tätigkeit dann auch noch zum Fischer ausrüsten. So. Der kann auch weg. Haben wir denn jetzt endlich schon Erde? By the way. Ja, sehr gut. Wir haben Erde. Ziehe ich mir da in die Leiste. Die machen wir weg, weil dann fülle ich hier einfach mit Erde auf und baue hier so unser Häuschen dann. Wenn wir dann soweit sind. So, Level up. Wir kriegen einen Zwerg, wir kriegen Stein und wir kriegen noch eine Keule. Und da ist auch schon unser Zwerg. Schauen wir mal, was er für einer ist. Haragin, er ist ein Fischer. Na, das trifft sich ja gut. So, für ihn brauchen wir dann auch noch eine Axt. Schauen wir mal, ob wir die herstellen können. Na, wo ist sie denn? Eine Steinaxt. Und ein bisschen Holz. Und die rüsten wir ihm natürlich auch gleich aus dem guten Haragin. So. Hier soll bitte Erde hin, und zwar einmal in den Hintergrund und einmal in den Vordergrund. Das ist so ein bisschen wie bei Terraria. So, und nochmal Erde bitte. Und dann müsst ihr da nicht wieder so mühsam rumklettern. So, und wir sehen, jetzt ist gleich aufgefüllt. So, da kommt schon der nächste Gegner. Ein Geist, und der wollte was bei uns klauen. Das machen die Geister hier nämlich. Aber er ist kein Gegner für uns. Das kann man auch sehen im Bestiarium. Huhn, Schaf. Hier, Geist. Harmlos. Und die Schnecke ist auch harmlos. Und wir sehen, es gibt hier jede Menge nette Gegner. Aber die kommen dann schon noch früh genug. Keine Sorge. So, der Baum kann weg. So, können wir denn jetzt mittlerweile was herstellen, das uns hilft? Wir brauchen zum Beispiel noch ein paar Leitern, damit wir Basic Armory herstellen können. Gut, dann machen wir das auch. Leitern kann man sowieso nie genug haben. Und zwar brauchen wir da Holz. So, und jetzt sind wir im Level aufgestiegen. Genau. Und können jetzt Basic Armory, wir können jetzt einen Holzhelm, Holzrüstung, Seil und Rucksack herstellen. Wobei, fürs Seil brauchen wir Wolle und Wolle kriegen wir nur von Schafen. So, hier ist es auch ein bisschen düster gerade. Deswegen sehe ich nicht, ob hier irgendwo Schafe sind. Aber wenigstens kommen keine anderen Gegner zurzeit. Ist ja auch nicht zu verachten. Wir sollten uns jetzt aber auch mal eine Mine anlegen. Ich mache das mal hier runter. Ah, und der Kerl braucht auf alle Fälle noch Ausrüstung, wenn ich das richtig sehe. Nee, wieso hat er dann einen Steinkeil in der Hand? Wundert mich gerade. Aber gut, vielleicht macht er das dann noch im Laufe der Zeit. Und wir sehen, es geht hier übrigens ziemlich tief runter. Also da kann man schon noch ordentlich graben. So. Und da oben ist wieder der nächste Geist. Komm, attackiert den mal jemand bitte. So, dann kann ich hier meine Leitern hinsetzen. Dann können sie auch besser rauf und runter klettern. Und da unten haben wir Eisenerz. Was schon mal nicht schlecht ist. Und Kohle haben wir da auch gleich. Wunderbar. Lass ich sie jetzt alles gleich abbauen. Hier bei Craft the World werde ich die Parts, glaube ich, ein bisschen länger machen als die üblichen 15 Minuten.
damit ein bisschen was passiert, zumindest so am Anfang. Sollte euch ja nicht weiter stören. So, die Schnecke hier könnt ihr dann auch wieder wegmachen. Und hier noch Leitern hin, bitte. So, und da sind sie auch schon beim Eisenerz angelangt. Das ist doch schon mal nett. Ah, da sind ein paar kleine fleischfressende Pflanzen. Die tun uns aber nicht wirklich weh. Muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt beginnt es zu regnen. Was haben wir denn für eine neue Aufgabe bekommen? Finde Eisenerz. Na, sehr schön. 1 von 10. Das sind wir gerade dran. Und ich werde jetzt mal meinen Leuten ein bisschen Rüstung herstellen. Rucksack kann ich, wie gesagt, noch nicht. Hier brauchen wir auch ein Seil dafür, aber das hier, das geht. Und zwar kann ich da auch gleich 3 herstellen, das ist schön. 1, 2, 3. 3-mal den Helm. Und die rüsten wir natürlich auch gleich aus. Sieht ein bisschen lustig aus. Ah, stelle Ausrüstung her. Sehr gut, dafür bekommen wir eine Steinaxt und eine Leiter. Als Belohnung. So, und du setzt deinen hübschen Helm auch noch ab. So. Sind sie ein bisschen besser geschützt dann. Hey, du musst dir noch deinen Hut aufsetzen, mein Freund. Gibt's ja nicht. Naja, vielleicht dauert's ein bisschen. So, was ich jetzt machen kann, ihr seht, hier oben haben wir Mana. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier ein Portal hinsetzen. Ihr seht, hier geht ein Portal auf und dann haben es die Zwerge nämlich wesentlich schneller, um von der einen Richtung in die andere zu kommen. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich die Aufgabe bekommen, Kohle abzubauen. Weil jetzt müssen sie nur durchs Portal, sind schwupps da oben, können die Sachen abladen. So, das macht ihr auch noch schön alles weg. Und das auch gleich noch. Ja, nur der weigert sich, das Portal zu benutzen. Ah, nee, doch nicht. Jetzt hat er umgedreht. Der Baum stört auch wieder mal im Übrigen. Ah, hier haben wir einen Kristall, den nehmen wir auch gleich mit. Wir werden angegriffen. Ah, wieder von einem Käfer. Verstehe. Und da haben wir eine Goldmünze. Sehr schön. Ja, ganz geruhsam ist so ein Zwergenleben hier. Ist ja auch kein Problem. So, und der holt jetzt die ganzen Sachen hier ran. Das ist auch sehr schön. Ja, hier gibt es ja massig Eisenerz und Kohle zu holen. So, der Weizen ist übrigens auch schon reif, den können wir auch ernten. Dieses Blaue da, das soll übrigens Wasser sein, weil es ja gerade vorher geregnet hat. Nur damit ihr euch auskennt. Ja, schauen wir doch mal, ob wir nicht noch ein bisschen was machen können. Denn hier, Basic Illuminating ist schon freigeschaltet, das heißt Fackeln sind angesagt. Dann bauen wir doch Fackeln. Wo finde ich die denn? Hier, eine Fackel. Dafür brauchen wir Harz, das fällt von den Bäumen. Und wir brauchen Holz, sehr schön. Und ich mache gleich so viele, dass wir das nächste Level erreichen. Sehr schön, haben wir geschafft. Und wir sind auf Level 4. Bekommen einen Zwerg, ein bisschen Harz und eine Steinaxt. Und was aber viel wichtiger ist, jetzt können wir uns um die Basic Ironworks kümmern und wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir zum Hausbau endlich. So, für Ironworks brauchen wir natürlich logischerweise auch Eisen. Und das Eisen, das bauen wir hier gerade fröhlich ab. So, wir werden angegriffen. Ah, da ist wieder einer von diesen Käfern. So, schauen wir mal, wie viel Eisen haben wir denn schon? 6. Dann können wir, wo ist Ironwork? Hier, was wir auf alle Fälle brauchen in Bälde, ist ein Schloss, beziehungsweise 2 für 2 Türen. Was haben wir denn für eine neue Aufgabe? Sammle Kohle, fälle 30 Bäume und Ironworks. Okay. Und hier und hier und hier kannst du es bitte auch gleich machen. So, unser Portal geht nur noch ein paar Sekunden, das heißt, ich verlängere das jetzt mal. Wieder auf 4 Minuten noch was. Dann haben sie es ein bisschen einfacher, unsere netten Zwerge. Was heißt oh-oh? Achso, ist er wahrscheinlich runtergefallen. Da oben ist jetzt auch eine neue Anzeige. 45 Minuten. Und in 45 Minuten, dann gibt es einen großen Überfall.
Ja, bis dahin sollten wir unser Haus dann schon mal fertig haben. Und diese Überfälle, die werden dann immer heftiger mit der Zeit. Also das ist auch noch eine kleine, ja, Nebenaufgabe sozusagen. So, ich würde aber sagen, nachdem wir die ersten 20 Minuten umhaben... Oh, hier ist noch ein Buch gedroppt. Ein Magierbuch, sehr schön. Nachdem wir die ersten 20 Minuten umhaben, lassen wir es für diesen ersten Teil gut sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So richtig lustig wird es natürlich erst, je mehr wir craften können. Deswegen auch der Name des Spiels, Craft the World. Das war's hier, von Craft the World. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.